Rezept für einen leckeren Sommersnack für Hunde. Als erstes nehme ich immer ein bisschen Joghurt, dann nehme ich immer eine Schale ungefähr und packe dann ein paar Heidelbeeren, gefrorene, mit dazu. Da kann man natürlich auch jedes andere Obst nehmen, ob gefroren oder frisch, das ist egal. Dann wird natürlich alles umgerührt, bis sich alles schön vermengt hat. Dann packe ich alles in meine Silikonform. Bei mir reicht jetzt die Schale genau für jedes Förmchen. Ihr könnt da zum Beispiel auch noch Honig mit zugeben. Ich hatte jetzt keinen zu Hause, deswegen habe ich es ohne gemacht. Aber gerade im Sommer bei den ganzen Allergien und Pollen hilft Honig da super. Das machen wir jetzt, bis alles voll ist. Dann kommt der Deckel drauf und wir machen es in die Gefriertruhe. So, nach ein paar Stunden könnt ihr das rausnehmen und schon habt ihr einen schönen kalten Snack für euren Hund.